Hallo und herzlich willkommen zu unserer Alpha Media Web Session. Alpha Media Content Line, alles was die Redaktionslösung betrifft, wird hier vorgestellt. Wir haben eine Neuerung in unserem Editorial Organizer, dem zentralen Werkzeug für die redaktionelle Arbeit. Und das betrifft den Storytelling Editor, also dieser sogenannte Blog Editor, den wir haben. Den haben wir in den letzten Monaten stark verbessert. Wir haben dort viel Hirnschmalz reingesteckt und haben viel Arbeit auch reingesteckt, um ihn zu verbessern, um ihnen eine bessere Plattform zu bieten, um ihre Inhalte zu bearbeiten, anzureichern und letztendlich natürlich auf allen gewünschten Kanälen zu publizieren. Lassen Sie mich dazu ein kleines Video vorführen, was wir heimlich mitgeschnitten haben in der Entwicklungsküche. Und dabei haben wir unserer Kollegin einfach mal über die Schulter geschaut. Sie sehen hier den Themenbereich, das heißt also hier wird quasi ein Thema behandelt. Das hat verschiedene Inhalte, Aufgaben und Kanäle. Wenn man auf einen Artikel draufklickt, wie wir das hier machen, landen wir auch sofort im Storytelling Editor. Und der ist diesmal sehr aufgeräumt und sehr übersichtlich gestaltet. Das heißt, wir haben möglichst alles weggelassen, was man irgendwie weglassen kann und blenden es immer nur bei Bedarf ein. Meine Kollegin Isabella Bohn, die geht jetzt hin und füllt sukzessive mal die verschiedenen Schichten. In dem Fall hat sie eine kleine Dachzeile reingezackt, das Wort Linz, dann eine Überschrift. Es gibt einen kleinen Vorspann. Und immer wenn sie sich in dem Textbereich bewegt, Sie sehen, sie stiehlt sich Text aus einer Vorlage und kopiert sie hier rein, das erleichtert uns das Zuschauen, dass wir nicht zugucken müssen, wie sie mühsam Text erfasst. Und jedes Mal wird quasi dann hier immer wieder das eingeblendet, was man als zusätzliche Information vielleicht gut gebrauchen kann. Ist ein neuer Block erforderlich, wie zum Beispiel hier das Einfügen eines Bildes, dann kann das ganz leicht über diese kleinen Controls gemacht werden. Man nimmt dann die Elemente zum Beispiel aus der Themenmappe und zieht einfach ein Bild in den Textbereich und hat schon den neuen Inhalt mit dem Artikel verbunden, und zwar genau auch an der Stelle, an der man es haben möchte. Das hängt natürlich auch stark vom Layout ab, wo publiziert wird, aber das ist die Meinung der Redaktion an dieser Stelle. Wenn erlaubt, ist es günstig, ein Bild einzufügen. Jetzt kommt das Schicke, ich kann natürlich sagen, ich brauche jetzt wieder eine Grundtextschicht, und so stellt man sich diese Flächen einfach selber zusammen. Man ist also sehr gut in der Lage, eigene Zusammenstellung der Story, eben dieses Storytelling vorzunehmen und dann entsprechend die Inhalte zu platzieren. Jetzt geht meine Kollegin nochmal hin, fügt ein kleines Zitat ein, dann wird gleich eine entsprechende Box aufgemacht mit auch einem Hinweis, das heißt es gibt so kleine Icons, mit denen man das sehen kann, und dann wird eben das Zitat eingefügt und schon hat man unter seinem Bild, unter seinem Grundtext auch ein Zitat. Jetzt fügt sie einen weiteren Block dazu, das ist der sogenannte Embed-Code. Sie kennen das auch zum Beispiel, wenn ein Tweet eingefügt werden soll aus Twitter, dann brauche ich in unserem System nur die URL, füge die ein und wir sorgen für den Rest, dass der ganze Tweet dann natürlich dargestellt wird. So, in diesem Fall ist es eine große Darstellung, das heißt, ich kann den Tweet sogar direkt lesen. Vielleicht füge ich noch eine kleine entsprechende Unterschrift dazu oder eine Überschrift, je nachdem, was Sie da wünschen. Und dann geht es schon weiter mit meinem Grundtext. Das heißt, ich kann dann eine weitere Grundtextbox einfügen und hole mir einen Text und füge den Text ein. Sie sehen, dass wir an der Seite die ganzen Panels immer ein- und ausblenden können. Wir können also jetzt hier zum Beispiel sagen, wir brauchen Metainformationen. Beispielsweise soll das Layout, also die Inhaltsfunktion, hinzugenommen werden, wie zum Beispiel hier ein Aufmacher. Dann wird jetzt dieser Aufmacher wird dieser Artikel mit dem Aufmacher gekennzeichnet und wir wissen, es ist ein Aufmacher, den wir da brauchen. Wenn ich auch noch das Ganze publizieren möchte, last not least, dann kann ich auf Exportieren drücken. Dann würde jetzt dieser Artikel in den Online-Kanal publiziert. Der Artikel wird vorher zwischengespeichert. Es gibt eine letzte Kontrollmöglichkeit, zu sagen, ja, das ist das, was ich publizieren will. Dann drücke ich auf Export und der Artikel wird im Web veröffentlicht. Und das war's auch schon. Soll ja auch schnell gehen, soll ja unkompliziert sein. Natürlich können Sie sich die Stories, die Sie gebaut haben, jederzeit zum Weiterentwickeln über den Tag aufrufen und haben damit eine gute Möglichkeit, Ihre Story so zu machen und so zu entwickeln, wie Sie gerne in Ihren Publikationen das Ganze sehen würden. Ich wechsle nochmal in den
Bereich, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Es gibt noch eine kleine, ganz nette Funktion für alle die, die schon mit dem Editorial Organizer arbeiten. Hier befinden wir uns im Editorial Organizer und unter den Themen, unter den Topics gibt es dann auch sowas wie zum Beispiel den Topic Tree. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diesen Themenbereich mir als Liste anzuschauen und habe dann eine sehr bequeme Möglichkeit, schnell durch ganz, ganz viele Inhalte durchzuscrollen und mich durchzufinden und bin natürlich dann sofort da, wo ich hin möchte und habe damit eine sehr gute Erleichterung, um das Thema anzuspringen, was ich anspringen möchte. Dann möchte ich Ihnen jetzt noch eine andere Geschichte mal vorführen, und zwar würde ich Ihnen gerne zeigen, was wir im Bereich der News App, der Smart News App gemacht haben. Und dazu wechseln wir einfach mal von meinem Bildschirm auf mein Telefon und wir sehen jetzt unseren Kunden die Hake mit der Darstellung in der entsprechenden App. Das heißt, wir haben hier das E-Paper und wenn ich jetzt mal vertikal durchscrolle, dann sehen wir, dann habe ich hier noch weitere Dinge wie zum Beispiel Top-Meldungen und ich habe die Prospekte und Verlagsbeilagen. Diese Smart News App lässt sich in jeder gewünschten Weise konfigurieren. Das sind alles einzelne Widgets. Also wir haben quasi ein Element, in dem wir nicht nur vertikal, sondern auch horizontal scrollen können. Und wir haben hier die Möglichkeit, also diese Elemente so anzuordnen, wie wir das brauchen. Ich habe also eine Richtung vertikal und ich habe eine Richtung horizontal, in der ich mich bewegen kann. Und diese Elemente sind frei definierbar und frei konfigurierbar. Jetzt ist es so, wenn man eine App bearbeitet und auch eine App verändert, das Grün der Hake ist das Brand von der Marke, das bedeutet, Sie würden das wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Aber wenn Sie Icons ändern wollen, wenn Sie bestimmte Darstellungen in Ihren Bereichen ändern wollen, in den Widgets, dann ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass Sie bei solchen Apps die im App Store einreichen müssen und müssen dann warten, dass es dann innerhalb des entsprechenden Prüfverfahrens von App Store oder von Google Play Store freigegeben wird. Das ist zeitintensiv, Sie sind nicht so schnell, alles Geschichte, das machen wir jetzt deutlich schneller. Nämlich, Sie können alle diese individuellen Änderungen, die Sie machen wollen, direkt in der Konfiguration auf Ihrem System vornehmen und es wird automatisch beim Aufruf der App gezogen. Das heißt also, es ist nicht mehr dieser ganze Warteprozess erforderlich, Sie sind sofort live mit Ihren Inhalten. Das geht also wirklich auf Augenzwinkern. Und das ist natürlich sehr gut, das heißt, wenn Sie jetzt hier eine Änderung vorgenommen haben, ist sie sofort wirksam. Gehen wir einfach mal ins E-Paper rein und wählen eine Ausgabe aus. Dann sehen wir, wir sind dann in dem E-Paper drin. Ich kann dann einzelne Geschichten auswählen und kann diese Geschichten natürlich durchlesen. Sie kennen das vielleicht von den Smart Apps. Das ist hier recht smart gelöst, deswegen heißt es ja auch Smart News. Es wird immer der Kern des Bildes, immer das wichtige Zentrum des Bildes wird immer fokussiert, so lange bis eben das Bild keinen Platz mehr hat und dann wird es ausgeblendet. Sie sehen hier zum Beispiel so ein Zitat und diese ganze Darstellung der Inhalte entspricht natürlich dem Layout, was Sie gerne hätten. Sie können auch mehrere Bilder in einem Artikel haben, dann können Sie so einen kleinen Badge drauf haben, der sagt, da sind mehrere Bilder. Sie können sich dann diese Bilder anschauen und haben dann entsprechend die Informationen zu den ganzen Bildern, die Sie dort sich aufrufen wollen, die Sie abgespeichert haben für Ihre Klientel. Das heißt also, wir sind hier im E-Paper, können hier auch einen Vorlesemodus haben und haben dann die Möglichkeit, natürlich auch die entsprechenden Ausgaben auszuwählen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich kann einmal da unten so einen Knopf etablieren, dann bin ich jetzt auf der Sonntagsausgabe. Oder ich gehe oben links einfach auf die Ausgabenwahl. Das ist exakt das Gleiche, bietet Ihnen damit also verschiedene Geschmacksrichtungen für die unterschiedlichen Anwendergruppen. Die eine Anwendergruppe versteht sofort, da oben sind Einstell-Controls, Einstellmöglichkeiten, weiß sofort, was damit zu tun ist. Andere bedürfen dieses Knopfes, zum Beispiel unter der Zeitung, die Hake und die Hams. Das heißt also, wenn ich gewohnt bin, dass ich einen Knopf suche und auf den Knopf drucken möchte, ist das hier an der Stelle direkt gegeben. In den Widgets lässt sich natürlich alles abbilden, was Sie sonst doch so kennen, Verlagsbeilagen oder auch Anzeigen. Das heißt, hier im unteren Bereich sehen wir, sind auch Anzeigen. Oder auch Videos, also Audios, alles, was Sie haben, Podcasts ist hiermit möglich abzubilden. Was vielleicht ganz witzig ist an der Stelle auch, wenn Sie in Ihrer Zeitung eine entsprechende Seite, so eine Rätselseite haben, dann können Sie hier auch direkt abspringen auf die Rätselseite und können beispielsweise direkt durch einen Klick Ihr Sudoku starten. Das heißt also, die Anwender sind direkt in den entsprechenden Dingen, die sie tun wollen und bleiben auch dort und sind natürlich last not least auch wieder zurück in ihrem Bereich, nämlich in Ihrer App. Auch
Wenn Sie abspringen in externe Seiten, behalten wir immer die Kontrolle und bringen die Abonnenten wieder zurück auf Ihre App. Das ist jetzt der Bereich, in dem wir das E-Paper vorstellen, also quasi die Kopie der gedruckten Zeitung. Es gibt im Fußbereich, sehen Sie noch so etwas wie News. Das heißt, ich kann hier auch die News aufrufen, dann bin ich in diesem dynamischen Inhalt, der natürlich entsprechend uhrzeitgetrieben mir dann die entsprechenden Informationen aus dem aktuellen Inhalt bringt. Auch hier habe ich wieder die gewohnte Darstellung, so wie Sie das gerne hätten. Und dann kann ich sehen, hier sind noch weitere Bilder, Sie erinnern sich an den Badge, den ich gerade erwähnte, sind noch weitere 5 Bilder da. Wir schauen uns das mal an, dann kann ich hier mir die Bilder anschauen, kann in die Bilder auch reinzoomen. Das ist also eine sehr angenehme Geschichte. Ich kann also sagen, wenn mir etwas zu klein erscheint, dann kann ich schauen, oh, da spielen sich Dramen ab und ich bin in den Details der Bilder drin. Sehr smarte Geschichte, Sie können Sachen vorlesen lassen, Sie dürfen entscheiden, ob Sie es geteilt haben wollen oder nicht. Textgröße, Bookmarks, alles Dinge, die hier in diesem Bereich möglich sind. Wir sehen oben auch die Ressorts, wir haben so etwas wie Lokales, wir haben Lokalsport, wir haben sowas wie den Blaulichtbereich. Und wenn die Leserschaft das gerne für sich ändern möchte, gibt es oben rechts dieses kleine Männlein mit dem Stift und da kann ich dann genau das einstellen, was ich haben will. Ich kann dann diese Dinge sehr leicht einfach in ihrer Reihenfolge ändern und könnte sagen, ich schalte sie ein oder aus und habe dann entsprechend die Darstellung in meiner Ressortliste, um mir die Sachen anzuschauen. Also eine sehr smarte Geschichte und wir decken mit dieser Smart News App im Moment absolutes Top der Entwicklung ab. Das heißt also, damit sind Sie ganz weit vorne und haben auch alle Möglichkeiten, Inhalte einzubinden. Das gilt eben auch für diesen News-Bereich. Ich komme da nochmal drauf zurück. Das können unterschiedliche Feeds sein. Das können Agenturmeldungen sein, das können RSS-Feeds sein. Woraus sich diese Darstellung dann entsprechend füttert, das bestimmen Sie. Sie können das auch beliebig mischen. Also da haben wir Ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. Mir bleibt jetzt noch übrig, Danke zu sagen und ich hoffe, es war etwas dabei, was Sie interessiert, was Sie nutzen können in Ihrem täglichen Einsatz. Und es würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder unsere Websession besuchen, wenn es heißt Alpha Media Content Line, alles rund um Ihr redaktionelles Arbeiten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.